gestartet heute. Zelt schon im Regen abgebaut. Sind mal 500 Meter weit gekommen. Aber wir haben hier ein trockenes Plätzchen mit Blick ins Wasser. Ja, Frühschoppen. Ist auch Samstag nach dem Fußballspiel gestern. Passt das ja, oder? Ja, so sieht das hier aus, wa? Regen. Aber wir haben da unser Platz. So, mittlerweile kurz vor 11. Immer noch grau in grau. Und es regnet immer noch. Aussitzen angesagt. Steinbergholz. Ja, nach zwei Stunden hier im Aussitzen des Starkregens versuchen wir das jetzt. Nieselt zwar wieder leicht, aber Regenklamotten regeln nicht. Gelting. Es pieselt wieder. Regen. Oh, jetzt kommt er gerade. So, nächste Husche abgewartet. Hier einfach in so eine Garage drin. Naja, das läuft hier so. Hier sieht man es. Kommt durchs Dach. Der Straße alles schön nass. Was ein Tag heute. Alter Schwede. Ja, wir sind jetzt zum Glück unter dem Dach geschwitzt, wie gesagt. Jetzt warten wir jetzt ab. Gut, eine ganz kurze Etappe heute. Oh, mittlerweile sind wir in Kappeln. Ja, jetzt ist die Sonne wieder da, wa? So geht es. Verrücktes Wetter. Ein verrückter Sommer. Oh, jetzt über die Schlei. Starker Wildwechsel. Starker Wildwechsel. Hier gibt es am Wegesrand einen Eierautomaten. Die zugehörigen Hühner sind hier. Schafe. Ja, heute wird es nicht jetzt so viel. Die Sonne ist zwar jetzt wieder draußen, aber ich trau dem Frieden nicht. Hier sind wir. Nonsfeld. So, wir haben einen schönen Hagen erreicht. Jetzt machen wir erstmal hier eine Ostseepause.
Strand nur mit Kurkarte begehbar. Pferde und irgendwas verboten. Aha. Geht jetzt wieder zu? Und eine hydraulische Schleuse. So, Zelt steht. Hatte ich dich schon gefilmt eben? Nee, fotografiert. Ja. Sieht sehr idyllisch aus, aber wenn man nach der anderen Seite schaut, sieht man, dass es doch ein relativ großer Platz ist. Jugendliche hier mit ein bisschen ganz toller Musik. Ja, ihr hört es. Ja, und der Rest wurde mal wieder vom Wind zerblasen. Wie üblich. Naja, so ist es. Oh, wir waren noch eine kleine Runde spazieren. Unten am Imbiss noch Flats getrunken. Und jetzt gegen Abend, wo wir kochen wollen hier, in dieser Hütte, kommt die Sonne endlich raus. Und hier am Rand vom Zeltplatz ist jetzt so ein bisschen idyllisch. Ist aber ein Riesending hier. Heute gibt es mal Bockwurst. Heute mal ganz rustikales Abendbrot. Brezel mit Bockwurst. Der Chefkoch macht noch ein Dessert. Rührei mit schön viel Speck. Mmh, da haben wir ja einen Schmackofatz. Na, da haben wir noch eine zweite Portion lecker Abendbrot. Rührei mit ganz viel Speck. Mmh, yum, yum, yum.